Schlage Bulmas Schergen. Schlage Bulma. Nicht meine Bulma. Schlägst du einfach meine Frau? So. Und. Das ist jetzt die letzte PQ, oder? Genau, danach haben wir den Red Boss. Okay. Ja, für den Raid Boss nehme ich dann Blue Evolution. Dafür ist er ja eher ausgelegt. Mhm. Macht es. Und sie denkt sich auch so, ja, yeah, das ist eine tolle Idee. Dann komm, mach ich ihn. Mal schauen, ob du es diesmal schaffst. Du weißt was. Eine andere Ladung für den Beast-Modus. Da ist er. Ich werde mich diesmal auch nicht einmischen. Ich guck nur zu. Hä? Was meinst du? Du wolltest ihn ja mit deiner speziellen Technik töten. Das war beim letzten Mal. Ah, jetzt nicht mehr. Okay. Hat Glück. Das ist so langweilig. Wie das aussieht, ich sehe bloß noch weiße Büsche hier rumtanzen. Weiße Büsche? Ja? Und... Oh no. Bam! Ausdauer gebrochen. So, die Billardkugel ist schon platt. So, nächster, komm, auf zu labern. Andere Richtung, Keanu. Ich fliege nur hier und so durch die Gegend. Dass manche Areale aber auch so unangenehm groß sein müssen. Es dauert dann immer so lange, bis man irgendwo ankommt, ey. Jo. Na, wie auch immer. No. Toll. Hab ich ihn jetzt erwischt oder nicht? Gestriffen, glaube ich. Ich kann es nicht beurteilen, ich war zu weit weg. Oh oh. Mach nicht dein Schild, Feigling. Kämpf wie ein Mann. Kämpf wie eine Blechdose. Ich erkenne gerade gar nichts, Hilfe. Ja, das Problem kenne ich. Irgendwoher. So. Next. Und ich glaube, das ist dann auch der letzte Kampf in der PQ. Wenn ich mich recht erinnere. Kommt drauf an, wie gut wir hier jetzt abschneiden werden. Wie ich uns kenne, ganz schlecht. Die Zeit wird auslaufen. Wir werden alle gleich durch eine Ulti sterben. Gleich kackt das Spiel ab. Wow, über Kreuz. Schon wieder Kreuzling? Ja, ja. Sehr gut. Doppelter Todeskaiser-Laser gegen Piccolo. Haben wir uns gerade alle drei gleichzeitig hin teleportiert? Sieht so aus. Das sah voll geil aus. Wow.
Würfeln. Geil! Ach ja, Gohan. Er hat sich's gewagt, alles abzuwehren. Wow. Man denkt sich auch, ich bin der Star im neuesten Film, jetzt kann ich mir alles erlauben. Yep. Oh ja, es geht weiter. Wir sind doch nicht so scheiße. Ja. Ausnahmsweise mal. Oh, da ist er schon wieder. Deine Frau will ein Wörtchen mit dir reden. Ja, und du weißt wieso. Also verheimliche es nicht. Ich war übrigens auch mal daran am Nachdenken, ob ich eventuell mir doch mal Dragon Ball Breakers holen soll. Oh, warum zum nächsten Monat mal. Hätte ich vielleicht mal wieder einen Grund, das Spiel zu spielen. Mit der Kakarot habe ich was Spezielles vor. Bei Updaten tut er das regelmäßig mit neuen Raid-Bossen, wie auch immer. Vegeta kriegt gerade die Drasche seines Lebens. Scheiße! Ich hab mich verdrückt, ich wollte die Kapsel einsetzen, aber ich bin aus Versehen auf die falsche gekommen. Ja, ich hab Goku! Goku! Und ich bin erstmal durch alle Menüs durch, ey. Weil ich das Item-Menü nicht gefunden habe. Goku, du musst warten, bis ich mit Vegeta fertig bin. Goku! Warten! Na, mit Beast versaut. Vegeta, unmöglich, was ist hier los? Ich finde schön, dass ihr alle so mitmacht. Gamma ist so gut wie down. Und wenn Gamma down geht, dann verlieren wir. Oh, sorry, Vegeta, aber du musst weg, du machst mir ein bisschen zu viel Damage. So, Kakarot, komm. Tanz mit mir. Und hier, stirb an diesem Laser. Wer nicht alles ab. Ah. Was? Die Ausdauer wurde nicht gebrochen. Hilfe! So, jetzt krepier. Zeichen. Überhaupt nicht. Bevor er noch die Mission versaut. Gamma 1 ist fast down, ey. Wahnsinn. なんのことだか僕にはさっぱり。2号が不真面目なせいで君には迷惑をかけた。君の活躍に感謝する。オッケー。少しはマシな動きができるよ。 Gut, dann ab zum Raid. Raum verlassen. Ich habe den Raid bisher noch nicht gespielt. Ebenso. Ich bin gespannt, ob es da die, ob es vielleicht dann, wie ich mal vermutet habe, dass es da vielleicht eine neue Map gibt. Also die aus dem Film. Ich glaube ja. Im Trailer hat man die auf jeden Fall gesehen. Echt? Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Doch, die hat man da gesehen. Ach, jetzt müssen wir wieder ganz nach oben fliegen. Jo. Ja, ja. Verbindungsaufbau. Besiege C. Ja, das ist die neue Map. Okay, anpassungsfreie Schaltung CSW-Maskottchen. Alles klar. 50 Minuten Wartungslots.
Passt, denke ich. Der hat aber noch viel Energie. Ja. Ah, das ist gerade frisch, der ist von... ich müsste jetzt lügen, vor zwei Stunden? Zweieinhalb Stunden. Ah doch, von so spät schon. Ich dachte, der ist erst kürzlich. Oh, wir haben Red Fox. Oh, die Connection von den beiden. Da wundert es mich, dass mich das gereckt hat. Ist das nicht immer so, wenn irgendwelche random Guys da mit dabei sind, dass bei denen die Internetverbindung scheiße ist? Ja. Alter, das ist aber wirklich kacke. Ja, von wo spielen die? Ich habe keine Ahnung. Okay, es wird besser, es wird schlechter. Na okay, komm. Starten wir. Ja. Es wird nicht besser. Na, ich meinte, dass da eventuell noch einer dazukommt. Da wollte ich erstmal kurz warten. Achso. Aber wenn keiner dazu kommen will. Ja, wenn sie keine Lust haben. Ja, wenn die nicht in der Aufnahme mit dabei sein wollen. Wenn die nicht cool sein wollen. Und nicht beliebt sein wollen. Ja. Wow, wieder rausgeschmissen. Was? Mach mir jetzt wie einen auf Gameplay. Ich bin in der Charakterauswahl. Also mich hat's rausgeschmissen. Ja, mich auch. Weil es hieß, der Host hätte den Raum verlassen. Was? Ja. Hä? Das macht keinen Meine Sinn. Meine Fresse. Was denn jetzt wieder kaputt? Hinter noch drin bist, kann mit dir. Ein Verbindungsfehler ist aufgetreten. Mehr. Rückkehr nach Content City. Jetzt ist es bei mir passiert. Ja. Ja, komm. Und noch einmal. Verbindungsaufbau. Hey, ich sehe den Chaos. Ich sehe euch beide. Lass uns jetzt mal spielen, wir haben. Okay, der hat jetzt viel weniger Life als den vorher. Oder sind es mehrere Räume? Oder haben die jetzt in der Zeit? Das sind natürlich immer mehrere Räume. Ah, okay. Was wäre das denn für ein Bullshit, wenn immer nur 6 Leute gleichzeitig gegen den kämpfen könnten? Dachtest du gerade ernsthaft, dass es nur einen einzigen Raum gibt? Weltweit? Hätte sein können. Nein. Bei so vielen es gibt bestimmt Millionen Spieler für Xenoverse 2, da wäre es schon ein bisschen sehr mickrig, wenn es dann nur einen Raum gibt, wo nur 6 Leute mitmachen könnten. Ja. Ja, wieder nur zu 5. Der 6. will nicht. Yay, es geht. Woo. Wuhu. So, Blue Evolution. Du bist doch Blue Evolution, oder? Ja. Du bist Blue Evolution. Der Lucario Gamer schaut Crunchyroll. Das soll vorkommen. Der Lucario-Gamer, Alter, der seit dem Smash-Projekt mitgemacht hat, den habe ich immer noch hier auf der Konsole. Na dann. Wenn es ihm gefällt. Aber da hat sich's ja auch von deinem Kanal ausgesmashed. Leider. Es sei denn, es kommt noch ein neues Smash. Oh mein Gott. Da ist er. Er kommt her, Hilfe.
Ich esse erstmal was. Okay, auch noch ganz gechillt. Wow. Da hat er den gerade voll weggepuncht. Ja. Voll weggepuncht out. Gepuncht out. So, Kollege hier, ich helf dir mal. Das ist ein NPC? Okay. Okay, das ist also ein normaler Angriff, kann mich gleich mit Full Life weghauen. Alter, nice, der angesprintet kommt, ist ein Wahnsinniger. Wow! Alter, voll aufs Maul gelegt. So, jetzt kann ich draufballern hier mit voller Kraft. Sehr gut. Sau wenig Energie. Alter, der wollte mir gerade seinen Schweif um die Ohren hauen. Oh nein! Alter, der hat mich einfach aufgenockt. Danke, Keanu. Ja. Yeah. Und danke, komischer NPC-Typi. Oh, au. Okay, hab so doch noch irgendwie ausgewichen. Hör auf mir landen zu wollen. Oh nein. Oh nein, ganz schlecht. Ui, wäre ich doch bloß mal stehen geblieben. Alter, hatte mich. Nur weil ich zu sehr Angst hatte, meinte mich noch ein bisschen bewegen zu müssen, bin ich voll in seinen Strahl reingedutscht. Oh nee, ey. Ah, der eine Strahl, der war so ganz dicht bei mir dran. Ich wollte nur ein bisschen nach rechts gehen, aber hier, meine Haruka meinte, yo, ich muss jetzt erstmal hier volle Kanne nach rechts gehen und erstmal in den nächsten Strahl reindodgen. Ja. Toll. Das kommt davon, wenn man hilfsbereit sein möchte. Ah, fuck off, Sensubin. Was macht er da? Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Egal was er vorhatte, okay. Wir haben ihn aufgehalten. Oh, okay. Also man kann ihn daran hindern, das Ding abzuwerfen. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn er das Ding abwirft. Wahrscheinlich Wipe. Von der Größe her könnte ich es vermuten. Ich denke mal ja. Oh, so. Wow. Aber er ist schon irgendwo beeindruckend, tatsächlich. Mhm. Man hat schon Respekt vor der Stärke der Attacken. Mhm. Sogar ein normaler Angriff kann dich gerade vom Himmel hauen. Ich finde es aber, es sieht irgendwie witzig aus, wenn er so springt und dabei seine Flügel so flattern. Oh nein. Oh! Schon wieder! Alter, das ist so eine üble Attacke. Ich glaube, der Chaos ist auch down gegangen, oder? Ja. Ich wollte eigentlich noch den Verteidigungsmove machen, aber oh Gott, zu spät. Jetzt macht er das wieder. Was? Genki Dama auf Doom. Nein, tu das nicht!
Oh, ich konnte ihn aufhalten. Oh, mit meiner Kaioken Kamehameha hier. Holy shit. Assel, wie fühlt sich das an? Er stürmt auf mich zu, will mich hauen und in der Sekunde mache ich meinen Ulti-Angriff, sodass die Attacke abgewehrt wird. Wow. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Schadenspunkt genommen in den Kampf. Yo, Kian. Wow. Bist du sicher, dass du im Beast-Modus bist oder bist du im Ultra-Instinct? Ich weiß es nicht. Unberührbar, unschlagbar, Sanitäter. Ah, ich hab mehr oder weniger ein Perfekt hingelegt. Ich habe ein Bild bekommen, 301. Mhm. TP-Punkte und ja, das war's. Yep. Okay. Gut, somit haben wir auch den Cell-Max-Raid-Kampf mal gezeigt und ich denke, dass wir das bei der Aufnahme dann belassen können. Also OBS hat bitte mal Bock, die Stimme nicht aufzunehmen, aber diesmal haben wir dafür gesorgt, dass es tut. Das klang jetzt sehr aggressiv. Er ist gegen OBS gerichtet. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, dass wir euer Kern im Xenoverse 2 mit dabei waren. Nintendo Smash XD. Und krass, Sonic X89 mit seinem neuen Beast Mode. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.